Der Star Wars Rewind am 23.02.2019. Heute geht es unter anderem über die Zukunft von Star Wars und wieder mal neue Gäste für die Celebration. In einem Interview mit The Hollywood Reporter äußerte sich Alan Horn zur Zukunft von Star Wars. Dabei ging es vor allem um die kommenden Serien für den Disney Plus Streamingdienst. So ging daraus unter anderem hervor, dass die Idee für die erste Serie auf dem Streamingdienst nicht von Disney selbst kam, sondern von Lucasfilm. Anschließend ging es natürlich noch um Episode 9. Horn sagte dazu, dass er am Set war und dass er einige Szenen gesehen habe. Einen Schnitt hätte er zwar noch nicht gesehen, aber er wäre zuversichtlich. Abschließend antwortete er auf die Frage, was uns denn nach den Sequels erwarten würde und dass noch alles in den Sternen geschrieben wäre und somit nichts klar wäre. Die Celebration kommt immer näher und somit füllt sich die Liste an Gästen immer mehr. Nun wurden unter anderem auch Alan Tudyk, der Schauspieler von K2SO, und Michael Culver angekündigt. Eine komplette Liste findet ihr wie immer unten in der Videobeschreibung. Vor kurzem gab es zahlreiche Gerüchte zu Serien, die angeblich auf dem Streamingdienst Disney Plus erscheinen werden. Unter anderem war dort die Rede von einer Serie zu Obi-Wan, nachdem der Standalone-Film wohl vorerst aufs Eis gelegt wurde, und einer Serie zu den Knights of Ren und Rose Tico. Was an diesen Gerüchten dran ist, bleibt abzuwarten, aber eine Serie zu Rose Tico ist in meinen Augen so unwahrscheinlich, wie das Half-Life 3 erscheint. Am 27. Februar erscheint Anakin Skywalker endlich in Battlefront 2. Nun veröffentlichte EA nicht nur einen ersten offiziellen Teaser, hier gerade im Bild, dann noch alle Infos zum kommenden Jedi-Ritter. So wurden unter anderem seine drei Fähigkeiten vorgestellt und auch seine Voice-Lines. Zur Freude vieler Fans wird uns auch nämlich Folgendes nicht vorenthalten. Das war's dann aber auch schon. Was haltet ihr von den ganzen Gerüchten rund um die ganzen Disney-Streaming-Dienst-Serien? Schreibt mir das mal in die Kommentare und wir sehen uns nächste Woche wieder.